Morgen sind wir in Stuttgart. Unterwegs, denn so langsam wird es Zeit. Wieder mal im Game und die Nacht wird noch lang. Denn wir durch die Stadt ziehen, schlagen wie Alarm. Wir sind wieder mal im Game, wieder mit dabei, mit der Click unterwegs, denn so langsam wird es Zeit. Wieder mal im Game und die Nacht wird noch lang. Denn wir durch die Stadt ziehen, schlagen. Wir wart mit eurem Kinofilm in den Top 10 mit Bruder vor Luder. Wart mit eurem Album Hashtag Zwilling auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Das heißt, ihr seid jetzt in hammerjungen Jahren schon sehr erfolgreich. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? In 10 Jahren? Gute Frage. Ich glaube, in 10 Jahren werden wir immer noch das machen, worauf wir Lust haben. Ob das dann vor oder hinter der Kamera oder was auch immer sein wird. Ich glaube, wir werden immer das machen, worauf wir selbst Bock haben. Und ich glaube auch, dass wir vor allem in Richtung Musik noch langfristig noch weiter quasi in der Musikbranche sein wollen, weil einfach Musik die größte Leidenschaft ist. Ich meine, Konzerte zum Beispiel, so wie heute, ist einfach unbeschreiblich. Ich glaube, kann man gar nicht vergleichen mit allem anderen. Und ja, doch, also ich glaube, man muss immer das machen, worauf man Bock hat und wo man Spaß hat. Und nur dann, nur so kann man langfristig auch wirklich glücklich sein. Klasse Einstellung. Ihr habt jetzt schon sehr viele Songs rausgehauen. Wie lange braucht ihr für einen Song und wie kommt ihr überhaupt auf einen neuen Song? Das kommt immer drauf an. Also wie lange wir jetzt für einen Song brauchen, das kommt also zum Songschreiben vor allem, das kommt immer drauf an. So, wir haben schon mal einen Song in einer halben Stunde geschrieben. Wir haben aber auch schon Songs geschrieben, da haben wir 2 Tage oder eine Woche gebraucht oder so, bis es dann wirklich perfekt war. Es kommt immer drauf an. Generell sammeln wir halt unsere Inspirationen und die Ideen aus unserem Leben und das, was wir jetzt erleben, zum Beispiel hier auf Tour, haben wir vor knapp 2 Wochen Aufwand für unsere Produzenten für ein paar Tage noch mit dem Tourbus. Dann haben wir immer nach dem Konzert noch Songs geschrieben, weil wir halt einfach voller Adrenalin und vor allem voller Inspiration sind und sowas nutzen wir immer aus. Es kommt immer drauf an. Zum Beispiel am Album haben wir circa, haben wir ein gutes Jahr dran gearbeitet, so bis dann alles fertig war. Und von daher, ja, es kommt immer darauf an, welcher Song und so weiter, kann man so nicht sagen. Ihr seid erfolgreich geworden, unter anderem mit Songparodien. Jetzt aktuell habt ihr ein eigenes Album. Werden weitere Songparodien folgen? Also momentan machen wir eigentlich gar keine Parodien mehr. Mhm. Also wir haben jetzt auch nicht vor, so in naher Zukunft viele Songparodien zu machen, einfach weil man will ja auch A ein Zeichen setzen, B, man wird ja auch älter und ich glaube, man entwickelt sich ja und ich glaube, wir stehen halt vor allem hinter unserer eigenen Musik und vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine Songparodie, aber momentan erstmal nicht in Planung. Ihr seid ja relativ schnell erfolgreich geworden mit YouTube. Gab es da so einen Moment, wo ihr dann gemerkt habt, ihr habt ja normal angefangen, hattet ja nicht das Ziel, wirklich bekannt zu werden. Gab es da was, wo ihr dann gemerkt habt, so ja, jetzt werden wir langsam doch bekannt? Na okay, also wann haben wir angefangen für YouTube? Vor 5,5 Jahren haben wir unser erstes Video hochgeladen. Eigentlich begann es schon 5 Jahre davor. Wir haben schon in der Grundschule damals irgendwie Musik gemacht und unsere Lehrerin, das weiß ich noch, angebettelt und die so therapiert, dass wir auf dem Schulfest auftreten dürfen. Und das haben wir dann auch geschafft. Also eigentlich ging es schon echt viel früher los. Nee, aber so diesen so einen richtigen Moment gab es eigentlich nie. Wir haben halt immer gesehen, okay, krass, das wächst einfach, das wird immer größer, da kommen viel mehr Leute dazu. Aber so ein ganz bestimmten Moment, den gab es nie. Wir haben einfach immer gesehen, dass es größer wurde und es ist manchmal echt schwer, das Ganze noch so ein bisschen zu realisieren, ja. Ihr macht im Gegensatz zu anderen YouTubern ziemlich viel Kooperation zusammen im Fernsehen. Angenommen, ihr hättet einen Tag Kontrolle übers Fernsehen, was würdet ihr ändern? Gute Frage. Also Ich würde mich, glaube ich, einfach noch mehr nach dem Zuschauer richten, dass noch mehr das ausgestrahlt wird, gesendet wird, was der Zuschauer wirklich will. Aber es ist natürlich auch ein schwieriges Thema, so als Fernsehchef. Es ist immer so, da habe ich mir noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, ne? Also ich finde es gar nicht so schlecht, dass das Fernsehen auch qualitativ und vom Inhalt noch mal ein paar Alternativen zum Internet bietet. Vor allem so längere Shows und so krasse Produktionen, wo halt auch viel mehr Geld und so dahinter steckt. Das gibt's halt auf YouTube oder so nicht. Das hat man halt im Fernsehen und damit heben die sich auch so ein bisschen ab. Ja. Also ich würde mehr Katzenvideos. Nee. Also doch. Ich würde einfach das Dschungelcamp abschaffen. Das stimmt, das ist echt ein bisschen unnötig. Ihr habt ja relativ wenig Freizeit zurzeit, vor allem während der Tour natürlich. Wenn ihr Freizeit denn mal habt, was macht ihr da
wie läuft euer Alltag so ab? Wenn wir mal Zeit haben, dann sind wir ja meistens bei uns in der Heimat. Und das ist wirklich sehr wenig. Also ich meine, wir waren jetzt, es kommt vor, dass wir irgendwie in einem Monat vielleicht einmal zu Hause sind oder zweimal. Und da nutzt man schon die Zeit, um mal zu entspannen, um mal wirklich nichts zu machen, außer irgendwie Serien zu gucken, sich mit alten Freunden zu treffen, mal ein bisschen Zeit mit der Familie zu genießen, mal diesen Ruhepol in der Heimat zu genießen, den man sonst nicht hat, um den ganzen Wahnsinn, den man erlebt und diese ganzen Momente, die man auch erlebt und all das mal irgendwie zu kompensieren. Und das waren wir zu Hause. Eigentlich nichts, einfach nur chillen. Wie du gerade schon gesagt hast, Heiko, ihr seid sehr viel unterwegs. Ihr seid in sehr vielen unterschiedlichen Städten, gerade aktuell auch auf Tour. Gibt es irgendeine Stadt, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich jede Stadt hat so seinen eigenen Charme. So jede Stadt ist irgendwie unterschiedlich. Köln ist anders als Stuttgart, aber Stuttgart ist auch anders als Frankfurt zum Beispiel. Man muss sagen, vor allem Wien. Wien ist immer, ich weiß nicht warum, ist in Österreich, aber Wien ist immer mega krass. So. Dieses Ding ist so, alle unsere Fans sind mega krass, so, wir sind einfach ultra stolz. Aber unsere österreichischen Fans, also wir haben halt einfach krasse Erfahrungen mit Wien gemacht. Aber unsere Selfie-Tour waren da auf einmal 6000 Leute, die U-Bahn ist deswegen ausgefallen, die Polizei kam, das eskaliert halt immer komplett. Und wir sind übermorgen wieder in Wien und dann sind wir mal gespannt, wie es da wird beim Konzert, also ob es wieder so eskalieren wird. Aber so richtig festlegen können wir es, glaube ich, nicht, weil es gibt einfach viel zu viele krasse Städte. Es gibt ja immer wieder verschiedene YouTuber, wo es dann irgendwann mal nicht mehr läuft, was ja jedem passieren kann. Habt ihr irgendeine Vorstellung, was ihr dann machen wollt oder gab es einen Traumberuf? Das Ding ist halt, wir sind in unseren Augen viel mehr als nur YouTuber. Einfach weil wir uns nicht nur auf YouTube wir sind nicht nur in unserer Online-Blase quasi gefangen, wir sind erstmal auf allen Social Media Kanälen, ob es jetzt Snapchat oder Instagram oder Facebook ist, eigentlich genauso aktiv wie auf YouTube und zudem sind wir halt nicht nur online oder wir versuchen auch immer weiter und ich glaube, wir haben das auch letztes Jahr sehr gut hinbekommen oder momentan, dass wir unseren Horizont noch erweitern. Ich meine, als Künstler will man sich immer weiter steigern und ob es jetzt mit Projekten wie ein Kinofilm ist, mit einem Album, mit einer großen Live-Tour mit 32 Konzerten oder wochenlangen Promoterminen auf Radios oder TV-Shows, so, du hast ja vorher auch die TV-Shows angesprochen, ich glaube, wir sehen uns mehr als Künstler und ich glaube, auch wenn es auf YouTuber nicht mehr läuft, werden wir auch trotzdem das machen, worauf wir Lust haben, uns kreativ ausfalten wollen und versuchen wollen, das mit möglichst vielen Leuten teilen zu können. Ob das jetzt im Radio ist oder ob es im Internet ist, das macht ja eigentlich gar keinen großen Unterschied. Ihr habt jetzt gerade ganz aktuell ein neues Album rausgehauen, wie schon erwähnt, Hashtag Zwilling. Ja. Was kann man von euch in Zukunft erwarten? Werdet ihr nächstes Jahr beispielsweise auf Tour gehen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir arbeiten also auf jeden Fall immer neue Musik, jetzt auf Tour haben wir so viel Inspiration, von daher wird auf jeden Fall... Lass mal ausreden. Wir werden auf jeden Fall, 2017 wird auf jeden Fall noch ein bisschen was Musikalisches kommen. Dann Konzerte und so weiter. Wir haben auf jeden Fall, also jetzt erstmal die Tour bis Ende Januar. Wir haben ja dann schon 32 Konzerte hinter uns. So, aber wir werden im Sommer und auch dieses Jahr sicher noch einige Konzerte spielen, Festivals etc. Dann arbeiten wir gerade so langsam wieder am nächsten Kinofilm. Also jetzt geht es jetzt so langsam wieder an die Planung. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall noch vieles vor. Wir wollen aber noch nicht alles verraten. Lasst euch einfach überraschen. Aber jetzt haben wir ja schon mal die Top-Ankündigung, dass ein weiterer Kinofilm kommen wird. Ja, also du hast ja vorher gesagt, ihr seid viel weg, ihr seid selten zu Hause auch. Wie unterstützen eure Eltern das oder wo das Ganze angefangen hat, wie sind die damit umgegangen? Ganz am Anfang wussten unsere Eltern halt von nichts so. Wir haben halt quasi irgendwie, wo wir mit unserem YouTube-Kanal angefangen haben, haben wir quasi die Digitalkamera geliehen, in Anführungszeichen. Ein paar Wochen später haben sie es natürlich mitbekommen, haben natürlich auch ein Auge drauf geworfen, was wir so online stellen, weil die halt nicht wollten, dass wir mit 12 Jahren damals irgendwie Sachen ins Netz stellen, bei denen wir uns dann 5 Jahre oder auch nur ein Jahr später oder so total schämen würden oder das bereuen würden. Aber unsere Eltern sind generell voll cool damit, also die haben uns immer schon einfach machen lassen, immer sehr viel Freiraum geboten, auch schon vor der Karriere, schon in der Kindheit und wir wussten ja auch, dass wir schon immer irgendwie kreativ waren, selbstständig waren und ich glaube, diese Selbstständigkeit kommt auch einfach, die kam auch mit der Erziehung unserer Eltern einfach, weil die uns, wie gesagt, immer machen lassen haben und nicht irgendwie Eltern waren, die einem alles verboten haben oder immer Angst hatten, so waren die zum Glück nicht und ich glaube, das hat uns auf alle Fälle bis heute geprägt. Die Luschis! Die Lochis, ciao! Ja.
glaub, ich kann meinen Augen nicht trauen, denn vor mir steht eine bezaubernde